Herzlich willkommen bei S21 Bau TV. Wir stehen direkt auf dem Querbahnsteig bei Bahnsteig 16 und sehen, dass der neue Personentunnel mit solch feinen Arbeiten ausgestattet wurde. Also da kann es wirklich nicht mehr lang dauern. Offensichtlich, wie ihr seht, ist die Bretterwand weg und der Anschluss hergestellt. Das sieht doch gut aus. Und wenn ihr euch erinnert, wir haben das ja schon öfter gefilmt, da vorne geht es dann nach rechts und dann in den Monatsbau. Ah, fait des danses magiques ou pas? Und bei der Gelegenheit gehen wir gleich nochmal rüber. Jetzt nicht wegen dem Betonwerk, sondern wegen dem Turmforum. Und das hat ja richtig einen Schuss gemacht hier. Aber klar, mit diesen vorgefertigten Betonplatten ist sehr schnell was aufgestellt und dann wird es dazwischen noch ergänzt mit Armierung und dann noch ausgegossen. Irgendjemand kennt bestimmt den Fachbegriff für diese Betonplatten. Der kann den dann drunter posten in den Kommentaren. Und ich möchte natürlich nicht verzichten, den Blick auf Baufeld 15, denn im Westen ist die Sauberkeitsschicht drin. Der nächste Bereich ist vorbereitet, um das mit dem Unterbeton auszugießen. Und in diesem Feld muss noch ein bisschen was rausgekratzt werden.
Ja, die Frankiramme ist noch hier. 6, 7 Armierungskörbe liegen noch bereit. Also die haben massiv abgenommen. Und es dauert nicht mehr lang. Dann ist sie hier fertig. Und dann wird der östliche Teil vom Baufeld 15 noch Rest ausgehoben. Ich schätze mal, dann kann man auch die Baulogistikstraße hier aufgeben, dass die Flankeramme jetzt noch über diese kleine Brücke hier rüber geht und bis zum Baufeld Baufeld 11. Jetzt muss ich selber überlegen, gibt es da noch eine Rampe? Ich glaube ja, die wurde ja weg, dann wurden Baufelder gesetzt, dann wurde sie wieder hingeschoben. Also bis zum Baufeld 11. Kann sie durchrobben. Und dann sind die schweren Maschinen draußen. Baulogistikstraße kann dann hier aufgegeben werden. Was ist noch neu? Ich würde mal sagen, Baufeld 14 hat seine Seitenwände. Denn der letzte Abschnitt war hier direkt vor unserer Nase in der Ostwand und das sieht doch aus wie graue Materie. Also Seitenwand ausgegossen. Danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wenn ich es verpassen will, abonniert am besten den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.